Hallo ihr Lieben, ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut, bei diesem warmen Wetter auch jetzt, im Herbst eigentlich schon, ne? Aber nun ja, wollen wir die Sonne noch die Woche genießen, ich denke mal, dann war es das doch bestimmt mit dem Sommer, ne? So, aber ich will nicht über das Wetter reden. Was ich heute mit euch machen möchte, ist, ich habe ja jetzt schon sehr viele schöne französisch angehauchte, sage ich mal, Briefe und Karten gemacht. Und wie die liebe Manuela mir schrieb, ja, jetzt habe ich schon eine richtig schöne Kollektion. Ja, das stimmt. Ich habe das alles, das habe ich ja alles mit euch zusammen gemacht, ne? Das sind die Weinetiketten. Diese schönen Briefumschläge, diese ganz alt aussehenden Postkarten hier und Telegramme, dann diese wunderschönen, ja, diese nostalgischen, sage ich mal, Postkarten und so weiter. Aber was mir jetzt da in der Kollektion so gesehen noch fehlt, sind Motivpostkarten nenne ich die mal. Ich glaube, die heißen auch so Motiv- oder Fotopostkarten. Und das fehlt mir jetzt noch. Das möchte ich auch gerne noch haben. Genau. Und die möchte ich mir auch noch machen, weil ich denke mal, das sind jetzt so richtig schöne originale Einzelstücke, ne? Die werde ich auch jetzt nicht so schnell immer dann verwenden, sondern die werde ich mir dann immer mal kopieren, wenn ich die brauche oder so. Hin und wieder wird wahrscheinlich auch mal ein Original irgendwo reinwandern in ein Journal oder so. Aber also man muss die ja nicht immer direkt verschwenden, sag ich mal. Man kann ja auch Kopien erstellen. So, und wie gesagt, was mir jetzt in dieser ganzen Sammlung jetzt noch fehlt, sind solche wirklich alt aussehenden und original aussehen, finde ich, Motivpostkarten. Also die habe ich jetzt schon mal so selber, also schon mal gemacht. Ich möchte euch natürlich auch immer schon mal zeigen, dann wie es ungefähr hinterher aussieht, damit ihr dann wisst, ob euch das interessiert oder nicht. Also das ist jetzt nicht komplett meine Idee, das habe ich auch zufällig jetzt also halt gesehen. Jetzt habe ich den Namen tatsächlich wieder vergessen. Eine amerikanische YouTuberin hat das so ähnlich gemacht, also fast so, ich habe es dann so ein bisschen so nachgemacht jetzt, nicht ganz original nachgemacht, aber jetzt vom Stil her, ne? Also die Motive natürlich nicht, das sind meine eigenen, aber so was das mit dem Goldrand und so weiter und wie sie das so ein bisschen gemacht hat, aber ich hätte es wahrscheinlich auch sowieso so ähnlich gemacht, von daher, ich habe es aber halt gesehen. Ich verlinke den Kanal in der Infobox. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Okay. Genau. Sie hat das so ähnlich gemacht auch. Es ist ein bisschen mit Computerarbeit verbunden. Das kann ich euch jetzt natürlich auch wieder nicht zeigen. Aber ich erkläre euch das genau und das ist auch nicht schwer. Es muss aber auch nicht unbedingt mit dem Computer hergestellt werden. Also die Motive könnt ihr auch so ausschneiden, ne? Also, ich fange mal an. Was ich euch dann noch zeigen möchte, ist, das machen wir mal eben so halt zwischendurch. Ich will da jetzt nicht noch ein ganzes Video drüber drehen, weil das wird dann ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich dann nicht ganz so interessant, wenn ich da jetzt nur darüber ein Video drehen würde. Und zwar möchte ich mit euch noch so, das fehlt mir auch halt noch, so handgeschriebene Briefe mit Motiven drauf. Also das ist von mir selber geschrieben, ne? Mit der Hand geschrieben. Die sind jetzt aber kopiert. Das, was ihr hier dann an Schrift seht, das ist auf einem Blatt kopiert, weil wie gesagt, die Originale habe ich hier. Wo fangen die an? Moment, hier. Also das sind jetzt die Originalbriefe. Da habe ich jetzt, Entschuldigung, mich verschluckt etwas. Also hier habe ich es halt so drauf geschrieben. Auf ganz unterschiedliches Material, hier auf Packpapier, dann auf Butterbrotpapier, ganz viele auf Butterbrotpapier geschrieben. Das finde ich ziemlich schön, weil das so schön dünn ist und man kann da auch sehr gut drauf schreiben.
Und das ist auch, viele denken, dass das so verschmiert, weil das irgendwie so beschichtet ist. Aber mit Kugelschreiber, auch Tinte, das klappt alles, wenn er trocken ist, dann verschmiert das nicht mehr. Bei Backpapier ist es was anderes. Ne? Da müsst ihr dann mal gucken. Aber dieses Butterbrotpapier ist sehr gut dafür geeignet. Ja, hier habe ich dann auch so ein bisschen so Motive drauf. Das gefällt mir jetzt nicht so gut, aber ja, verschiedene Schriftstücke habe ich erstellt. So, genau. Und dann, das ist jetzt das Original, und dann habe ich das halt hier drauf kopiert nochmal, ne, damit ich das jetzt hier halt immer noch als so habe, wenn ich da was anderes mitmachen will. Genau, das wollte ich auch noch mal kurz anschneiden, das Thema. Moment, mal eben wegräumen. Das mache ich auch noch mal kurz mit euch, weil das geht recht schnell. Da kann ich jetzt nicht noch extra nur ein Video drüber drehen. Da bin ich inspiriert halt von einem Bild, habe ich gesehen. Aber das ist auch nichts allzu Neues. Das ist einfach halt das gibt es auch, glaube ich, in jedem hier in jedem Katalog, nicht Katalog, hier, wie heißen denn diese Designblöcke, ne, Papiere, da ist auch immer mal irgendwie sowas Ähnliches drin, ne, aber wer möchte, kann sich das halt auch gerne mal so selber dann herstellen, ne, ist ja auch schön, so, ja, das ist nicht so ganz gelungen mit dem, das muss auch gelernt sein hier mit der Schablone, ne, das ist auch nicht immer, das glückt mir nicht oft, dass das, ja gut, vielleicht habe ich auch eine zu dünne Farbe genommen, aber das auch, wenn ich auch Gesso nehme, bei mir wird das, verschmiert das immer so ein bisschen, das habe ich nicht so ganz so drauf, aber nun ja, so ist es, ne, kann ja nicht alles immer perfekt sein. So, hier noch, das nehme ich dann gleich als Vorlage für euch. Ja, das ist ein bisschen schwieriger gewesen, das ist halt nochmal drauf gedruckt auch. Ne, das weiß ich jetzt nicht, ob ihr das alle so dann machen möchtet. Da muss man halt dann am Computer arbeiten auch. Aber ich erkläre das gleich dann noch. Ne? So. Fangen wir mal mit den Postkarten an. Also ich finde, ohne jetzt, dass ich mich jetzt hier wirklich selber loben möchte, aber es ist einfach so, ich finde, die sehen tatsächlich so ein bisschen, also wirklich so aus, als hätte ich die irgendwie auf dem Trödelmarkt gekauft, ne, oder? Also mal ganz ehrlich, ohne dass ich jetzt irgendwie, ja, es ist einfach so, ich finde, dass sie aussehen, als hätte ich sie auch vielleicht irgendwie gekauft, ne? Und das gefällt mir sehr gut. Das ist auch das, was ich gerne erreichen möchte. Man könnte natürlich auch jetzt noch hier, ich habe auch gesehen, in manchen Videos, dann machen sie die und dann werden die noch verschnörkelt mit oder verziert mit Stoff und Spitze. Ist auch schön, kann man auch gerne machen. Aber ich möchte mir erstmal welche machen, die wirklich aussehen, als hätte ich sie wirklich irgendwie gekauft. Ne? Das ist also das Ziel. Und das möchte ich mit euch machen. Fangen wir jetzt an. Genau. Also erstmal zu den Motiven. Also ihr müsst euch, ich kann euch jetzt nicht alles ganz von vorne zeigen. Das muss ich euch erklären. Ihr nehmt einfach ihr schneidet euch selber Motive irgendwie aus euren Büchern, was ihr so an Journalbüchern verwendet. Oder ihr fotografiert, also das ist auch eine Möglichkeit, ihr schneidet die aus und klebt euch halt dann hinterher noch irgendwie Schriftstücke da dran auf das Papier. Ich möchte nämlich hier unten, sieht man überall an den Bildern noch, sind so noch so Schriftstücke, ne, zu sehen. Das ist jetzt nicht auf normalen Postkarten, ist das vielleicht nicht unbedingt so immer drauf, aber das ist das, was ich halt auch nachgemacht hatte von der Dame, was ich bei YouTube gesehen habe. Sie hat nämlich auch an den Bildern unten so Schriftstücke noch gehabt. Und das hat mir so gut gefallen und deswegen habe ich das so nachgemacht. Ne? Genau, das war das.
So, ja, ich muss es leider ein bisschen erklären, weil sonst, das muss ja, sonst versteht der ein oder andere vielleicht nicht genau, was ich meine, ja. Also, ihr fotografiert euch Bilder und scannt die ein oder ihr schneidet euch welche aus, von was ihr meint, was Vintage für euch so darstellt oder wie ihr die gerne haben möchtet. Dann schneidet ihr euch von irgendwelchen Rechnungen, alten Rechnungen, was ihr habt, oder irgendwelche Schriftstücke, die ihr erstellt habt, so wie ich jetzt, auch Stücke aus und klebt die euch dann hinterher zusammen. Was aber halt einfacher ist, ist, wenn ihr halt eure Fotos im Computer habt, dann kopiert ihr einfach auf ein Blankoblatt Papier einmal erst das Schriftstück, ja. Und dann scannt ihr halt an dem Computer die Bilder noch mit da drauf, wenn ihr das so machen möchtet, ja. Ihr könnt, das muss auch alles nicht so gerade sein, wenn ihr die Bilder da drauf projiziert. Das kann man ja in dem Programm dann Bilder drauf einfügen, ne? Einfügen heißt das. Dann die Bilder einfügen. Das guckt ihr einfach, wie ihr das so haben wollt. Das ist jetzt hier ja auch einmal so, einmal so. Es sollte halt einfach nur so sein, dass man hinterher vielleicht noch so ein Stück von diesem Geschriebenen, was da drunter ist, dann sieht. Ne? Dann druckt ihr euch das einfach aus und dann habt ihr sowas. Ne? Das ist also wirklich ganz einfach eigentlich. Ne? Genau. So, und an dem Punkt fangen wir jetzt an. Genau. Wenn ihr das natürlich jetzt zusammenklebt, dann klebt ihr halt einfach euer Motiv auf ein Blankoblatt. Ja, nochmal. Und klebt euch dann einfach so Schriftstückchen, so Fitzel da, Schnipsel, wie auch immer, dann dazu. Ne? Dann habt ihr auch im Grunde das gleiche Prinzip. Ne? So kann man es halt auch machen. So, wenn wir dann bei dem Punkt angelangt sind, dann schneidet man sich das einfach zurecht. Das kann man jetzt auch mit dem geraden, ja genau, mit dem, ich mach's mal mit dem Schneidegerät, damit es auch irgendwie schön gerade ist. Wie fange ich denn an? Am besten mal hier unten. Also ich achte jetzt darauf, dass ich an diesem Bild noch auch etwas von diesem Geschriebenen habe. Ne? Das heißt, ich schneide da jetzt erstmal nur so ein bisschen ab. So, ich schneide mir das jetzt so zurecht. Ne? Ich gehe das auch mal. Fangen wir mal hiermit an. Das schneiden wir mal so. Ja, hier wird jetzt nicht so viel Geschriebenes sein, sondern das ist jetzt ein bisschen schief geworden, aber ist auch nicht schlimm. So, und dann schneide ich halt einfach das Bild aus, ne? So, dass der Rand dann nicht mehr da ist. Oh. Ja, die muss ich mal wieder schärfen, die Klinge. Die ist ein bisschen schief, stumpf. Ja, geht nicht am Anhieb. Fängt nicht so gut an zu schneiden am Anfang. So. Das ist jetzt eigentlich so okay. Und das macht ihr dann mit allen euren Bildern. Ich mache jetzt mal noch eine, damit, und die andere ist ja dann das gleiche. Ihr könnt es zum Beispiel, wenn jetzt hier am Rand was Geschriebenes ist, lasse ich es auch so dran. Ja, hier jetzt nicht, weil die ist sonst so ein bisschen arg groß, die Karte. Deswegen die zerschneide ich mal noch ein bisschen. Also ich habe das jetzt alles, das sind alles so halt wirklich so Bilder von mir aus, ja, aus Büchern abfotografiert oder von Happy Mails oder wie auch immer. Wenn ihr das nur für euch selber benutzt, für euren eigenen Bedarf, ja, dann kann man das auch so machen, ne?
Nur ihr dürft es dann halt nicht verbreiten oder so, ne? So, machen wir mal die beiden hier. Und hier, das wäre dann das Gleiche, ne? So. So, wenn wir dann an diesem Punkt sind, jetzt sind die ja sehr dünn, diese einzelnen Blätter. Deswegen nimmt man noch ein Blankoblatt. Ja? Ich habe hier schon mal ein bisschen vorbereitet, weil das sonst hinterher, das wird es ein bisschen zu lange dauern. Das wäre jetzt zum Beispiel Blanko, sage ich mal. Und dann klebt ihr euch diese Motivbilder dann einfach da drauf in irgendeiner Reihe, wie ihr das braucht, ne? Wie das gerade passt. Das ist jetzt ein bisschen groß. Okay, nehmen wir mal hier diese. Ich habe das jetzt nur schon mal da drauf geschrieben, wie gesagt, damit es halt hinterher etwas zügiger geht. So. Das klebe ich jetzt mal hier so drauf. Ihr könnt das natürlich auch mit, das sollen jetzt halt Vintage-Postkarten werden, ne? Man könnte das natürlich auch mit allen möglichen anderen Motiven und Papieren machen. Oder auch aus irgendwelchen Designblöcken, ne? Muss ja nicht, nur ich möchte, wie gesagt, halt so alte, richtig schöne alte Postkarten haben. Das ist halt mein Ziel. Und darum nehme ich halt auch solche Motive dann. So. Wenn ich jetzt an diesem Punkt bin, jetzt wäre normalerweise hier nichts geschrieben, noch nicht, aber es ist jetzt schon so, dann schneide ich mir das jetzt mit einer Zierschere, glaube ich, heißen die. Ja, diese oder Bordürenscheren, ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Da hat man ja auch bestimmt der ein oder andere welche. So Zacken sind das oder hier so Schnörkel. Die sind ziemlich, also ich finde, damit kann man sehr schwierig mit schneiden, aber wenn man sich so ein bisschen anstrengt, dann geht das. Ich glaube, da spielt die Qualität jetzt aber auch keine große Rolle, weil die sind einfach von dem Schneiden so schwierig, ne? So, und dann schneidet man sich halt schon mal so kleine Verzierungen an den Rand. Ich finde es jetzt nicht, ich finde es jetzt schöner, wenn es nur an einem oder an zwei Seiten ist und nicht an der ganzen Karte. Hier habe ich auch zum Beispiel nur oben und unten oder nur an den beiden Seiten oder auch ja nur an einer Seite hier ganz dünn. Oder gar nicht, glaube ich, hier gar nichts, ist auch okay. Also wie ihr möchtet, ne? Aber ich mache es jetzt mal hier an den beiden Seiten. Ja, und dann schneidet ihr einfach, ihr könnt auch ruhig ein bisschen noch von dem Motiv mit wegschneiden, dass man hinterher halt diese Klebekante nicht mehr sieht, ne? So. Hier schneide ich dann jetzt mit einer normalen Schere direkt auch an der Kante oder auch ruhig noch ein kleines Stückchen von der Kante ab und hier wieder mit der Zierschere. Ja, das meine ich, die verhakt sich dann so ein bisschen, ne? Und dann klappt also nicht immer so schön, ne? Hier fängt es jetzt schon an. Das ist auch, das Papier sollte auch trocken sein. Das ist jetzt noch nass, ein bisschen feucht vom Kleber. Ne, dann klappt das auch nicht so gut. Ja, so. Okay.
okay. Aber das wird auch noch so ein bisschen vergoldet gleich, sag ich mal. So, und jetzt ist hier oben auch noch so eine Kante, die schneide ich auch noch dann einmal ab. So, und dann habt ihr eigentlich schon so eine fast fertige Motivpostkarte. Hier habe ich jetzt auch schon hinten dann meine Schrift, ja, weil das habe ich ja jetzt schon vorbereitet gehabt. Wenn ihr das nicht habt, dann schreibt ihr das halt dann jetzt halt einfach drauf, ne? So, und so würde ich das dann auch mit den anderen Karten machen. Jetzt ist die hier ein bisschen arg groß, weil die geht jetzt über... über den Rand hier hinaus. Da muss ich mal gucken, dann vielleicht mache ich das, schneide ich das dann noch ab. Muss ja nicht überall gleich sein, ne? So. Ja, dann kann man das schon distressen. Ist natürlich ein bisschen, soll natürlich auch ein bisschen alt aussehen. Jetzt habe ich hier nicht so viel helle Stellen, weil hier unten. Aber die Seite kann man noch schön altern lassen. So. Hier ist jetzt nicht so viel Schrift, aber irgendwie so, da ist noch, da schaut noch was hervor. Katzenalarm. Hey. Hallo Lucy. Ja, da kommst du aber jetzt gerade wieder zum richtigen Zeitpunkt. Ja. So. Genau. Genau, wenn ihr dann soweit seid, dann schreibt ihr einfach was hin. Das, was auch. Ich habe auch verschiedene Schriften angewendet, ne? Dass das halt immer so ein bisschen unterschiedlich aussieht. So, fangen wir mit dem Gold, machen wir mit dem Goldrand weiter. Hier, manche Karten von früher, die hatten so, ja, so Goldränder. Ist auch ganz einfach. Ihr nehmt einfach ein Lineal. Und ein bisschen schöne goldene Farbe. Ihr könnt natürlich auch andere Farbe nehmen, aber kommt sie wieder? Ja, Mäuschen, jetzt warte mal. Ich muss noch ein bisschen filmen. So. Einen relativ trockenen Pinsel würde ich mal nehmen, damit die Farbe auch schön satt da am Rand zu sehen ist und nicht so nicht verschmiert auch, ne? So, ja, sie braucht jetzt Aufmerksamkeit und dann einfach so den Rand mit dem Lineal, ihr könnt das auch abkleben, einfach so verzieren. Lucy, warte mal noch einen Moment. Miau. So. Ja, guck doch zu, ne? Mäuschen. Und durch dieses Lineal habt ihr dann natürlich so eine gerade Kante. Dann braucht ihr das nicht extra mit Tesa oder mit Washi-Tape abkleben, sondern habt so eine, ja, gerade Kante. Leider ist das jetzt hier nicht so ganz so gelungen, weil das noch etwas feucht war mit dem Schneiden, aber es macht jetzt, um damit es schön alt aussieht, ist es eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, ne? So, das könnt ihr an den Kanten machen, wie ihr das haben möchtet. Hier mache ich es auch noch mal an der Seite, weil es halt einfach auch zu dem Motiv ganz gut passt, ne? Ja, vielleicht mal vorher den, das erlaubt mir, nee, ist
trocken oder ist das noch nass hier? Sonst verschmiert mir die ganze Karte. So. Also nur so ein ganz dünner Rand ist ne, besonders hübsch dann. Nicht, dass der zu breit wird. Das sieht dann auch nicht aus. Also müsst ihr dann halt abwägen, wie euch das dann gefällt. Ich mag es dann gern doch lieber, wenn es so ein ganz dünner Rand ist nur. Also in dem Video, was ich gesehen habe, da klebt sie das halt mit Washi-Tape, glaube ich, ab. Aber das ist mir da ein bisschen zu riskant, weil ich dann doch ein bisschen Angst habe, dass mir das abreißt, wenn ich es wieder abziehe. Darum nehme ich halt einfach hier das Lineal. Gut, da hat man natürlich jetzt ein bisschen die Gefahr, dass der Rand vielleicht ein bisschen verwischt, aber so. Ja, ich muss das direkt sauber machen, nicht, dass es sonst hinterher nicht mehr abgeht. So. Genau. Und dann ist es eigentlich schon soweit fertig. Was jetzt auch, was ich auch ganz hübsch fand, war hier unten, also auf manchen alten Brief, auf manchen alten Postkarten, da sind irgendwie so Zeichen. Das ist dann halt so wie so eine Marke, glaube ich, ne? Von bestimmten, ja, von, ich weiß nicht, wo man die halt gekauft hat, die Postkarte damals, ne? Irgendwie, glaube ich, so ein Erkennungszeichen. Und da habe ich halt einfach jetzt dann auf manchen so einen kleinen Diamanten gestempelt. Also es sollte nicht zu aufdringlich sein, ne? Einfach nur so ein kleines Symbol, was euch gefällt. Das sieht dann so irgendwie aus, als wäre das halt von einem bestimmten Geschäft oder so, ne? Ich hoffe, dass das jetzt schon soweit trocken ist. Ich drehe es mal kurz nochmal um. Ja, hier habe ich jetzt kein Symbol drauf, aber wir machen noch einmal den Postkartenstempel. Es gibt ja Postkarten, die haben so Abtrennungen, wie ich das auch bei den einen hier gemacht habe. Das mache ich jetzt aber bei diesen nicht. Hier, ne, was ich meine, sind hier so, hier ist so, so ein Trennungsstrich, wo man dann hier halt schreibt und hier ist das Adressfeld. Ne? Das mache ich jetzt, habe ich jetzt bei denen nicht gemacht, weil es gibt auch solche Postkarten, wo das nicht ist. Ne? Die werden dann halt irgendwie wahrscheinlich vielleicht mit einem Briefumschlag verschickt oder so. Ne? Und so eine soll es das jetzt auch. Aber ich mache halt noch einmal den Stempel drauf. Ja, und dann noch hier eine schöne kleine Briefmarke hin. Da könnt ihr auch wieder so selbstgemachte nehmen, die ihr halt, wenn ihr welche habt, oder normale, egal. Hier habe ich auch welche auf so einem Klebe, auf so einer Klebefolie mal gemacht. Da braucht man dann nur abziehen. So. Und dann wäre das für mich eigentlich ja gut. Abstempeln kann man die noch. Aber den Stempel habe ich jetzt gerade weggeräumt. Aber da ist auch einer drauf hier so. Ja, und das war es eigentlich schon mit der Postkarte. Und ich finde doch, dass die schon ziemlich, also schon eigentlich recht echt aussieht, ne? Klar, der mit geschultem Blick und so, da erkennt man das. Aber wenn ich jetzt auf dem Trödelmarkt wäre oder so und die würden mir so in die Hand fallen, da müsste ich aber wirklich gucken, ob die selbst gemacht wären, ne? Ja, ihr Lieben, das war das mit der Postkarte. Und da habt ihr dann auch eine richtig schöne Sammlung. Ich meine, die würde ich jetzt nicht nochmal irgendwie kopieren, um die in ein Journal zu tun. Die würde ich jetzt schon original so halt, wie die sind,
mit in ein Journal reintun, ne? Weil das macht keinen Sinn, da jetzt nochmal dann Kopien zu machen oder so. Ne, das muss aber dann jeder selber wissen, wie er das dann macht, ne? Aber die werde ich so im Original halt auch mit in ein Journal reinpacken. Das mache ich dann später noch zu Ende hier. Ja, und dann hat man eine ziemlich schöne Kollektion von alten Briefen und Schreibstücken und Postkarten, Umschlägen und so weiter. Da kann man ja schon was ordentlich mit anfangen, ne? Wenn man das jetzt alles so, sag ich mal, ja, im Original irgendwie auf dem Trödelmarkt oder wie kaufen würde, ne? Oder auch als Designpapier und so, da ist man bestimmt schon einiges los an Geld, ne? Und so kann man sich das auch schön, vieles kann man sich dann schön selber machen, ne? So, dann machen wir noch diesen Brief. Entschuldigung. Also das ist im Grunde so ein ähnliches Prinzip mit dem Drucken, ne? Das kann ich euch auch noch mal eben kurz erklären. Also das ist jetzt die Kopie von einem Brief. Nämlich von dem. Nee. Ist ja auch ja, hier von dem. Genau. So, ihr schreibt einmal einen Brief in eurer asemischen Schrift, Schreibweise. Dazu wollte ich auch nochmal sagen, jede Handschrift ist ja individuell, ne? Das ist auch so eine, fast so eine Art Fingerabdruck, ne? Natürlich können Leute das auch imitieren, aber es gibt immer irgendwelche Merkmale an der Handschrift, wo man dann doch, also wirklich der Profi erkennt das dann natürlich, als Laie vielleicht nicht, aber also da gibt es aber wirklich immer Unterschiede. Es ist wie praktisch wirklich wie ein Fingerabdruck oder die Iris oder so. Das ist ja immer individuell, ne? Und so ist das auch mit der Handschrift. Und deswegen, mir schreiben viele, ich kann nicht so schreiben und wie hast du das gelernt und so weiter. Also gelernt habe ich das überhaupt gar nicht. Ich habe das einfach angefangen und dann habe ich das so gemacht. Halt, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, glaube ich, im Video. Ich habe das einfach probiert und gemacht und dann kam das halt das so bei raus. Probiert es einfach aus, macht einfach und macht euch jetzt nicht Gedanken, wenn ihr nicht genauso schreiben könnt oder so, das so aussieht. Das ist ganz normal. Das kann auch gar nicht bei euch, bei jedem so aussehen. Weil jeder hat eine andere Handschrift und so ist das dann natürlich auch mit dieser Schrift. Die sieht bei jedem irgendwie dann anders aus, ne? Das ist also nicht das Problem, da würde ich mal so sagen. Schreibt einfach. Und das, natürlich ist das auch ein bisschen Übung, weil ich schreibe sehr viel jetzt in letzter Zeit und natürlich wird es bei mir auch dann vielleicht immer ein bisschen besser. Sieht halt auch immer ein bisschen anders aus. Aber macht euch keine Gedanken, wenn ihr das nicht genauso macht, ne? Das ist also, wie gesagt, das ist eine individuelle Sache mit dem Schreiben auch, ne? Genau. So, ich schreibe einfach erstmal so immer, wenn ich mal so Lust habe abends noch und ich weiß nicht, was ich sonst noch so basteln soll oder machen soll, dann mache ich halt manchmal so Dinge, so Massenproduktion oder so. Unter anderem habe ich jetzt dann auch einmal angefangen, mir abends dann so, schreibe ich immer noch so einen kleinen Brief einfach. Das ist nichts, das hat nichts zu bedeuten, da steht also wirklich nichts, was man lesen könnte. Ich schreibe einfach so eine Seite voll, das dauert auch gar nicht so lange, vielleicht 10 Minuten oder so, ne? Aber dann habt ihr was, dann habt ihr schon mal ein Schriftstück, womit ihr arbeiten könnt, ne? Das würde ich jetzt so nicht benutzen, sondern ich würde das kopieren. Genau, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe das jetzt einfach auf so ein kaffeegefärbtes Papier übertragen. Das könnt ihr ja dann immer wieder verwenden. Es ist halt mal ein Moment Arbeit, aber dann habt ihr halt immer wieder, wenn ihr was braucht, könnt ihr euch das ausdrucken, ne? Genau, und das habe ich jetzt hier drauf kopiert.
Jetzt könnt ihr hergehen, wenn ihr jetzt möchtet, dass ihr, wenn ihr jetzt auch schöne Motive da drauf haben wollt. Einmal stempeln, wie hier. Das ist natürlich jetzt schön dezent, das gefällt mir auch ganz gut. Das ist eigentlich auch ganz schön, das ist aber drauf gedruckt. Wenn ihr das dann kopiert habt, dann... Jetzt fliegt hier gerade wieder so ein komischer Düsenjet. Dann könnt ihr euch auch noch Bilder da drauf drucken. Das ist ja das gleiche wie auch auf eine Buchseite oder auf eine Musikseite. Ist ja auch ganz trendy, sich dann so noch Blumen da drauf zu drucken. Ne, dann müsst ihr das halt einfach nochmal durch den Drucker dann schieben oder drauf kopieren. Und dann habe ich das einfach nur ausgemalt. Ne? So, aber wenn ihr keinen nicht drucken möchtet oder das auch nicht so hinbekommt oder so, dann könnt ihr auch eure Stempel nehmen. Ich habe jetzt hier so Blumenstempel, bevorzuge ich dafür. Das ist dann halt nur ein bisschen kleiner, aber das ist auch schön. Also wenn das so dezent ist, gefällt mir das ganz gut. Ja, und dann sucht ihr euch einfach, ich mache nochmal jetzt hier dieses Motiv, nochmal diesen kleinen Strauß. Und dann könnt ihr das einfach nur so da drauf stempeln. Das bildet sich nicht ganz so gut ab hier, habe ich beim letzten Mal festgestellt. Ich hoffe mal, ich habe das ein bisschen nasser gemacht jetzt, das Stempelkissen. Ich hoffe, dass es jetzt etwas besser klappt. Ja, und dann einfach mal so in die Mitte. Ups. Abstempeln. Ja, seht ihr? Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob das an dem Papier liegt oder an dem Motiv hier, an dem Stempel. Das sollte aber auch wasserfeste Stempelfarbe sein, weil ihr mit Farbe noch arbeitet, sonst verschmiert euch das. Ich mache es jetzt nochmal, versuche es nochmal da drüber zu stempeln. Aber wahrscheinlich jetzt ein bisschen schief sein, habe ich hier aber auch gemacht. Das war auch genau das gleiche. Das hat nicht richtig abgestempelt. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an dem Papier liegt, an dem Stempel oder an meiner Tinte. Aber ihr seht ja ein bisschen, könnt ihr ja sehen. Ihr macht das bestimmt dann viel besser. Hier diese einzelnen, diese kleinen, die gehen etwas besser. Nochmal den. Ich mache es nochmal hier so wie da ungefähr. Ich mache es mal hier hin. Ja. Da auch noch einen. So, das reicht mir schon. Ja, und dann malt ihr das einfach mit ein bisschen Farbe, dann malt ihr einfach die Sachen aus. Das ist natürlich jetzt entscheidend, wie, ob ihr das jetzt richtig schön opulent farblich haben wollt oder dezenter. Da kommt die Katze wieder. Also ich mache es jetzt mal noch, ich mag es jetzt lieber noch mal ein bisschen dezenter so. Und dann... Das sind jetzt diese Aquamalfarben vom Action auch. Die kann man auch noch mit Wasser also so, ich glaube, Aquarelle sind das, mit Wasser vermalen. Und dann könnt ihr das einfach so, wie ihr das gerne möchtet, ausmalen. Das Schöne dabei ist erstens, dass die Stempelfarbe nicht verschmiert, wenn die wasserfest ist. Und man sieht diese schwarzen Abdrücke auch noch deutlich. Ne? Also ihr braucht auch gar nicht so genau malen. Ja? Ihr könnt auch einfach so ein bisschen einfach da drin rum das ausmalen, ohne dass ihr genau die Ränder trefft.
weil das durch den Stempel bildet sich das trotzdem gut aus. So. Und das macht ihr dann so, wie ihr das gerne dann gestalten wollt. Ich male das jetzt nicht alles komplett aus, weil das würde ein bisschen lange dauern und ist immer das Gleiche. Dann nehmt ihr halt noch eine andere schöne Farbe, grün halt für die Blätter, ne? Ja, und dann habt ihr so individuelles Briefpapier nochmal gestaltet, ne? So, jetzt muss ich mich mal um die Lucy kümmern. Die muss ich jetzt mal richtig durchknuddeln, damit die mir wieder Ruhe gibt. Nicht wahr, Lucy? Sag auch nochmal Tschüss. Und ich würde sagen, das war's für dieses Video. Entschuldigt bitte, wenn es ein bisschen chaotisch geworden ist jetzt durch die Katze auch. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss.